So, aber wer darf denn jetzt? Nicht schon. Zwei, Albert. Ja, irgendwie. Hat es sich für ihn gelohnt, Gwendolyn rauszukicken? Er ist jetzt viel öfters dran. Ja, Albert bringt die beiden ab. Wir hoffen, dass die zu tun haben. Okay, sind das eh Stühlen. Und da im Spiegel stehen sie noch. Also stimmt hier definitiv nicht. Das ist kein Spiegel. After decades of solitary study into this affliction, I have learned that it is by no means mine alone. Indeed, the city is home to an entire society of similarly afflicted individuals with whom I've only recently made contact. They are an understandably standoffish sort, by and large, but I have been able to confirm with them that the condition is indeed vampirism, which apparently comes in a multitude of strains, each with a spectacular set of symptoms such as invisibility and lycanthropy. Through numerous official interactions with the governing body of this secret society, I have concluded that their fundamental understanding of the vampiric condition is woefully lacking, mired in suspicion and pseudo-religious dogma that would make a Turk bawl for its strictures. Indeed, they seemed impressed with my studies and the eloquence with which I was able to present them. Apparently, the typical sufferer of my particular strain of vampirism is far from the vanguard of the King's English. So impressed were they that they even offered me an office in their government, a rather high office by the sound of things, I believe I shall accept. If nothing else, it should provide a lofty vantage point from which to observe the breadth and epidemiology of the affliction so that I may move more expeditiously toward a cure. Yeah. Die meisten Makabier sind halt durch, denn es ist natürlich sehr verständlich, dass die anderen Vampire überrascht waren, dass er so eloquent sprechen kann und nicht völlig durch ist. So, da ist schon mal eine Geheimtür. Aber hier ist auch noch irgendwas mit den Lampen bestimmt. I have accepted the role of Primogen. For Clan Malkavian, the dreadfully winsome label applied to the particular strain of vampirism I suffer, so named for some supposed vampire father figure of old, or poppycock grown from a backward culture that seems interminably drawn to children's tales and the fiction of Victorian romance, when it should concern itself with the science behind their suffering. Moment, no matter. For I have taken this office for no greater reason than to advance my research. I must make mention, however, that even among my would-be peers in this governing body of vampires, the level of paranoia and superstition is frightening. Their intelligence is not the question, no, indeed. As they courted me for this appointment, I had to suspect that their overtures were hand-tailored to what must be my obvious infatuation with reason, for the devil would do well to have such honey-tongued tempters. Even so, I could not help but notice the dressing of language these vampire leaders chose for their siren song. Whether it is born of habit, from addressing their unwashed, ill-educated subjects, or from their own deep-seated beliefs, their linguistic flourishes belie a faith in superstition over the providence of empirical reason that must be an all-pervasive theme in this society of darkest night. Damn it all, now I'm doing it too. Was er damit auf recht langatmige Weise wohl sagen wollte, ist, dass die anderen Vampire überdramatisch gesprochen haben. Von der dunkelsten Nacht und den Kindern des Zorns und bla 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 bla. Und er ja halt doch eher ein vernunftbegabtes Wesen ist. So, aber jetzt, also, ne? Ash hat hier an ein Buch gezogen und da hinten hat sie was geöffnet. Allerdings ist es wieder zu. Weil ich zu lange gebraucht habe. Ich dachte zuerst, es wäre die Tür, aber nein, aus der Tür kommen wir raus. Das Ding hier führt runter und ist nur eine Abkürzung zu dem... Nee, warte, das hier hat sich geöffnet. Da nicht oben hat sich was geöffnet. Hier kommen wir rein. Das müsste...
die Eingangstür sein. Das heißt, hier geht es jetzt weiter. Da brutzelt auch irgendwas, das können wir von oben sehen. Aber oben sind auch noch drei Kronleuchter. Ne, nicht Kronleuchter. Kronleuchter ist, wenn oben hängt. Armleuchter? Bei Armleuchter denke ich irgendwie immer was anderes. Aber sei es drum. Albert hat was Neues gefunden. Und da schiebt er jetzt Ash lang. Au. Das sieht schmerzhaft aus. Und da ist auch schon jemand tot. Das heißt, dann gehen wir mal nicht lang. Auch wenn Albert kein Problem damit hat, andere Leute vorzuschicken zum Sterben. Für die wichtigere Sache. Würde er jetzt Ash vorschicken zum Sterben und in dem Körper ist er irgendwie drin. Also ist er da nicht so wirklich motiviert. Das heißt... Oh, hier sind Symbole dran. Einmal ein Symbol einer Waage, ein Schlüssel und ein Chaosstern. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob Ash oder Albert das Symbol kennen. Chaos, wie auch Geist, kann nur durch Wissenschaft verstanden werden. Ordnung dagegen ist immer nur so gut wie die Wahrnehmung selbst. Zeit ist der Schlüssel, der die zwei verbindet. Chaos, Schlüssel... Warte. Chaos, Schlüssel, Wissenschaft. Nö. Nicht hauen, aus. Okay. Wissenschaft, Schlüssel, Chaos. Einfach wild ziehen. Alles an. Okay, und jetzt? Es leuchtet schön, aber das war gar nicht gefordert, oder? Dass da was leuchtet. Man kann es immer noch blitzen hören. Hat auch keine Pausen. Man könnte vielleicht... Ja, man muss oben gar nichts machen. Also das Ding ist aus. Das heißt, man kann jetzt hier rein. Oh, ich sehe Albert sterben. Unbekannter Gegenstand. Tarulzahn. Dieser schwere Fangzahn kann nur einem wilden Raubtier gehört haben. Sie sind beruhigt, dass es jetzt eins weniger davon gibt. Durch den Zahn nimmt ihr Risiko ab, in Raserei zu geraten. Und das da? Dieses versteinerte Blatt ist nicht für die Verdammten bestimmt, doch Vampire können trotzdem von seiner Schamanenmagie profitieren. Erhöht Verteidigung. Sind schon... Tolle Sachen hier. Einer nur noch? Ne, die beiden noch. Open, open. Sind alle oben, ne? Sind die da auch nicht. Der Raum ist ja auch angeordnet wie so ein Chaosstern. Nein. Albert macht da nichts. Okay, das sieht er dann doch auch ein. Das ist wohl. Für die Tür da ist. Er hört es aber woanders klacken. Ist offen. Okay. Trotzdem klackte es woanders auch noch. So, wir sind wieder in dem Raum, wo oben die drei Kronleuchter waren. Da ist das Ding hoch. Hier geht's runter zu dem Britzelding.
irgendwo anders muss es auch gegangen sein. Das ist jetzt die Abkürzung nach da unten wieder. Genau, da können wir im Kreis laufen. Da geht's ganz raus. Hier war alles abgeschlossen. Aha. Mehr Türen sind offen. Ne, hier waren wir schon. Irgendwoher kommt komische Musik. Hier waren wir auch schon. Da sieht wichtig aus. Okay. Da sind schon wieder durchgeknallte. Hören wir uns doch mal Grout an. As I expand my dealings with the vampire government, I have encountered a disturbing new symptom of this affliction. Frequently. In conversation, I will hear voices emanating from other vampires. Voices that are not their own, but which seem to have insight into their lives beyond what I could gather from simple conversation. These voices seem to echo from deep within my fellow vampires, and I cannot be certain if this symptom belongs to my strain of the illness or theirs. For the voices are various and inconsistent. I dare not mention this symptom to my vampiric peers, for they have proven themselves true predators to whom I could be loath to reveal any sign of weakness. Indeed, these voices have counseled me against confessing their presence, and until I can confirm their source, I will listen. The information the voices have given me ranges from curious to the latter case is especially true of one powerful vampire whose name I shall not commit to recording in the interests of preservation. Also irgendein alter Vampir spricht anscheinend zu ihm und auch andere Stimmen. Sowas kann Ash natürlich absolut nicht nachvollziehen. Nein. Albert auch. Die Frage ist jetzt nur, von wann sind die Aufnahmen? Also hat die Aufnahmen einigermaßen zeitig gemacht. Ne, war das ist Tonbandaufnahme, ne? Alte Tonspulen. 60er Jahre, ne? Ja, nee. Das heißt, als er erschaffen wurde, hat er sich ja recht lange eingeigelt. Und dann irgendwann, 60er, 70er, ist er rausgekommen. Und dann ist er erst verrückt geworden, nach und nach. Schlüssel zu einem Laborkühlschrank. Zumindest steht das da drauf. Laborkühlschrank. Wo könnte Blut drin sein? Da. Klick. Oh ja. Ahnenblut. Diese Blutkonserve enthält ausgesprochen mächtiges Blut. Das Wie und Woher seiner Herkunft bleibt wohl besser unerforscht. Ja, davon sollte der Prinz zum Beispiel jetzt nicht mitbekommen. Weil der fände das bestimmt nicht so lustig, wenn wir das Blut von Ahnen trinken würden. Aber das muss er ja nicht wissen, ne? Nee. So, hier unten. Bist du hier unten auch noch irgendwo Ground? So gegen so einen richtig alten Malkavianer kämpfen ist, glaube ich, keine so tolle Idee. Hättest du erst mal den Rücken schlagen können, oder? Sind anscheinend sehr entgegenkommende Handlanger. Ui. Das ist Ash auch nur aufgefallen. Dank Albers wachem Auge.
zum... Ach so, hier ist ein... Aha, da unten sind Zellen. Und von hier aus kann man in die Zellen reingucken. Moment mal, kann man vielleicht von hier aus irgendwas sehen, was man denn von unten... Da ist einer drin. Da waren mal zwei drin, jetzt noch einer. Ja, aber nichts irgendwas, was großartig funkelig wichtig sein könnte. Nee. Tür, die wir eben schon aufgemacht haben. Das heißt, es kam von links, kam runter. Da. Ja. Das heißt, wir konnten aber noch nicht in alle Zellen reingucken, weil der Gang oben war gerade. Hier konnten wir sehen. Wieder aufgehen, Tür. Und nicht hier eingesperrt werden. So, da ist noch eine Geheimtür. Das ist die, die auch wieder nach oben führt. Naja, zum Rundgang. Da wollen wir nicht hin. Von denen knabbern. Und geht's da hoch? Ja. Müssen wir kurz Ash ein wenig in den Tanker kriechen? Schwüle. Ah, die ist aber frickelig. Erstmal von dem Loch weg. Genau. Du Warum machst du auch einen Kadana-Sprungangriff? Solltest du ihn dann runterschubsen. So, weg von dem Loch. Nee. Nicht da wieder ran. Du kommst hierher. Da machen wir so und wir pressen wieder. Ich glaube, das ist so gut. Ash frisst lieber Mädels. Ja, gut. Kann man nachvollziehen. Aha. The voices have increased in frequency and direction of late. They have begun to stay with me long after conversation has ceased and are serving as quite a distraction. I fear others are beginning to notice my preoccupation at the vampire gatherings. I am thinking again of the particular vampire of whom I spoke previously, who I dare not name for my growing fear. If the voices are to be believed, then my caution is warranted, for they speak of his blackest crimes, both past and future. More than once, I have seen the suspicion in his eyes and heard the distrust in his voice when speaking with me. The fear must register on my face, as it is all I can do in these moments to keep from crying out in chorus with the voices. Spricht er von dem Prinzen? Hat der irgendwas vor? Aber das muss früher gewesen sein. Vielleicht benutzt er aber einfach nur tierisch alte Technik und das war vor ein paar Tagen. I am no longer safe. I know it. The voices have proven themselves authentic, and I have withdrawn from the vampire society entirely.
My absence will no doubt draw attention, but I could no longer hold my fragile composure around the ravenous eyes of my vampire peers. Especially.